Lex mit Jackson. Das Affensicht für zwei Audeler. Sein Priester, Verschirrer. Das war's doch mittlerweile, dass die aller schwarz erben. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erst mal rein. Hauen den Affen mal ein paar Sachen. Hopp, gehen wir. Ja, hallo. Servus. Ich bin der Dostler und das ist der Schirrer. Wir kommen aus Bettstadt. Wir möchten gerne mal mit dem Larry plaudern. Dürfen wir rein kommen? Naja, kommt rein. Dankeschön, gell. Ey, Schirrer. Meinst du, der hat richtige Marblet aus? Ja, weiß ich doch nicht. Trägst du die Marblet aus? Ei, Dela leise, wenn's geht. Tut mir leid. Larry, die zwei Bettstädter sind da. Dein Ma? Richtige Marblet aus? Na, na, das möchte mal klar immer. Na dann. Das ist der Grund, warum wir da sind. Wir zwei. Das geht um Folgendes. Um euer Gemablert. Ja, sag's denner, was denner war, das la. In meinem Briefkasten war's denner. Naja, ich war's von nix. Das ist mir schon klar, dass du von nix warst. Aber der Larry, der weiß bestimmt, worum das es geht. Oder Larry? Kommt dir das bekannt vor? Kennst du das irgendwo her? Auf, ey. Bravo, ich schreibe, warte mal. Das ist das Gemablatt. Haben wir noch Fleck derzeit, la? Ey, Django. Das ist das Gemablatt von Fristoff. Das Gemablatt von Fristoff. In meinem Briefkasten war es Dinner. Da könnt ihr nicht ausflippen bei so einem Geäffel. Hau mal den Kasperlwindel wach jetzt, la. Jetzt erzähl mir vielleicht bloß keine Räuberpistolen, gell? Der ich werfe langsam gar nicht. Das da war mein Briefkasten in der Gelingen und das kommt nicht vor Bettstadt. Das ist kein Bettstadt, der Gemablatt. So, Gelung brauche ich nicht in meinem Briefkasten, Dinner. Soll ich da noch was sagen, Larry? Gelung hat da drinnen nichts zu sagen. Ich weiß ganz genau, wer die Dinger austeilt. Dann will ich ja mir. So kommen wir nicht weiter, Larry. Dein Geäffel. Müssen wir andere Seiten aufziehen. Geh jetzt nach und mach der Autolafreck, du auf den Arsch. Ihr habt das gleich gesagt, wenn sie mit einem Bachelor, Alex, da tut's doch mal eigentlich, gell? Ich glaub, jetzt gehen die Vögel zu Fuß. Spaß dir das Ding mal in meinem Briefkasten. Nein, die Fester haben keinen Funkenanstand. Dossler! Dossler, du auf! Ich dachte, wir hauen den Dappen zusammen. Oder soll er einen Ladensfreck hauen wollen? Ja. Jetzt warte mal. Eins nach dem anderen, gell? Jetzt hau erst mal den sein Auto lafreckt. Wie in Gunzendorf. Sixtes, was passiert, wenn's du mit einem Bettstatt anlegst, nein! Sixtes! Das passiert, wenn's du mit einem Bettstatt anlegst, Larry! Das passiert, wenn's du mit einem Bettstatt anlegst, Larry! Jetzt hau in der Auto lafreckt, Larry! Das passiert, wenn's du mit einem Bettstatt anlegst, Larry! Das passiert, wenn's du mit einem Bettstatt anlegst, Larry! Sixtes, was passiert, wenn's du mit einem Bettstatt anlegst, Larry! Das passiert, wenn's du mit einem Bettstatt anlegst, Larry! Was passiert, wenn du mit einem Bettstatt anlegst? Alter! Glaubst du, kannst du Fräst aufkommen und alle Autos freckdauer? Ich bring dich um! Ich hätte denkt, das war die Larry sein Auto, ich schwör's! Alter, ich bring dich um, ich hab das Auto neu gekauft! Ich tanze es dran! Ey, Alter, mach mal langsam, du Dreck! Mach deins Freck, das kannst du mir glauben! Weißt du ins Auto, ey, du mal langsam, Freck! Du langsam! Da ihr Bettstatter seid alle gleich! Ihr seid alle gleich! Alle miteinander seid ihr gleich!